Da vorne ist einer vom Midnight Club. Wo? Da hinten, der Randy. Also Ernsthaft? ist. Sag mal, wie lange brauchen die, um so einen Kanister voll zu machen und zu bringen? Ich zapf dir gleich was von meinem Auto ab. So, jetzt muss mir deine Nummer auch mal geben. Jetzt habe ich Straße frei. Wieso? Guter Mann. Ne, weil ich habe jemanden, den ich mich vorstellen möchte. Ob ihr da oben noch seid oder irgendwo unterwegs seid. Ja, hört sich total gut an. Also ich würde voll gern bei euch mitmachen. Gut, das war mein nächster Gedanke, weil in Midnight selbst rein kommst du wahrscheinlich nicht mit 3 Jahren. Ja, das ist ja nice. Jetzt, was geht? Hier, Hi. Du gehörst zum Midnight Club, ne? Bist du vom Ja. Midnight Club? Ernsthaft? Nicht direkt. Nicht direkt? Ne, ich bin nicht bei Midnight drin. Aber indirekt. Okay, ich suche Kontakte nämlich zu denen, weil ich war Rennfahrerin in Japan im Midnight Club DAF. Kennst du bestimmt. Und ja, ich möchte es halt hier genauso machen. Also soll ich dir Midnight vorstellen, ja? Ja. Ja, ja. Wie das raus kann. Schau mal, siehst du das Vinewood PD? Das was? Auf der Karte. Das Vinewood PD auf der Karte. Im Norden der Stadt. Im Unter, Norden der Stadt. Rechts neben dem Tattoo-Laden. Oder besseres Beispiel, die also. Staatsbank? Oh, was hat denn die für ein Zeichen, das ist die Staatsbank? Dollarzeichen. Dollarzeichen. Oder, ach, ganz oben, neben dem genau, Herz. Genau. Das Herz ist der Tattoo-Laden. Ich mal ein bisschen tanken. Da drüber ist ein Club. Ja. Kannst du vergessen, das tanken. Wenn ich da hingehe? Genau, da findest du alle von Midnight. Die halten sich nämlich dort auf. Ach so. Ach, cool. Danke für die Info. Ja, ich weißt du, wie das da so ist. Abläuft? Meinst du, ist. Frack. Ja, wie schnell man da reinkommt. Ja, gut, du musst dich dann vorstellen, ne, von der ganzen Truppe. Mhm. Sind alle vor dir, erzählst ein bisschen was über dich. Voraussetzungen haben die halt auch, aber das wird dir noch gesagt. Okay. Das wird eine spezielle Jahreszeit hier sein. Würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Endlich ein Anhaltspunkt. Auf der Insel. Wie viele Jahre? Wer, ich? Ja. Drei. Drei, oh, das wird schwierig. Oh, muss man da schon länger da sein? Ja, ich eigentlich 16. Scheiße, ich bin halt direkt von Japan mit dem Grund hierher gekommen, ja. Du, das kannst du denen alles sagen, wenn die dich kennenlernen, dann Ausnahme gibt's da bestimmt, denke ich mal. Das wäre schon cool. Muss halt mit denen reden, anfreunden. Bist du Frau, Ausnahmen gibt's immer. Naja, aber ich will keinen Tittenbonus haben. Mach mal das Auto auf. Da bist du hier falsch. Ja. Ja, Leandro? Ja, kriegst du immer Tittenbonus. Ja, aber ich sag immer nein, steck den Leuten das Geld zurück und so. Lass ich mich mit mir machen. Gute Frau. Gute junge Ich will Dame. Genauso gleich behandelt werden. Bist du später. Bitte? Da bist du einer der seltenen Sorte hier. Ja, meine Freundin Mimi, die ist hierher geflogen und das erste, was sie gebrüllt hat, war: Ich will Stripperin werden! Stripperin werden? Ja. Da muss ja direkt Screamy angekommen sein, Alter. Sie ist schon bei Creamy. Hast du ein gutes Auto? Was? Hm? Das Auto, dann tanke ich dir das. Das ist ihr Auto. Das ist meins, das pinke, ja. Ja, brauchst du Tank oder brauchst du Tank? Ich brauch Tank. Ach du! Natürlich brauch ich Tank. Da bin ich ja gar nicht hergekommen, Mann. Was soll ich denn jetzt? Nee, mach mal aus. Soll ich dich jetzt wegballern? Komm mal rauf. Oh Mann. Da siehst du mal. Ja, voll cool. Hat sich ja total gelohnt, nett zu dir zu sein. Man sollte immer zum Neger nett sein. Ja, die Tanke ist aber nicht zum Neger, der niederdrückt. Hast du gehört? Was? Tanke ist ja leer. Ach! Wow. Siehst du? Hab ich doch gedacht, dass die Tankstelle hier leer. Wollte nicht einer einen Kanister holen gerade? Ja, Nigga ist schon unterwegs. Ja, schau. Warum bin ich dann hier? Du warst die zweite Lösung. Ich wusste, dass sie zum Mittagklapp wollte. Ich wusste das. Ach so. Ja. Natürlich. Der Kollege von mir steht jetzt unten bei den Ballers alleine. Und wartet auf mich. Und inwiefern gehörst du denn zum Midnight Club dazu? Eine Untergruppierung. Die ich Lehre? Arbeite für die und sowas. Ah. Tokyo Maniacs. Wie? Tokyo Maniacs. Tokyo Maniacs, ah, sehr geil. Und jo, wie schaut's bei euch so aus? Wir bauen das gerade auf, wir sind relativ neu. Kann ich ja mithelfen beim Aufbauen. Oh, ich sag, Randy, mit mir findest du mal die perfekten Frauen. Ja, normal. Da siehst du mal. Du, kann man drüber reden. Ja? Wie war deine Nummer? Ich bin die Shiva. Soweit war wie geschrieben? Shiva. Shiva? Shiva. Das wird
gerade jetzt halt per E gedacht. Nee. Okay, die Nummer? 81001. Auch einfacher geht's ja nicht. Ja. Nee, echt nicht. Ich schreib dir mal eben eine SMS. Ja, perfekt. Ja, richtig geil. So. 78148. Okay. Genau. Das ist dieselbe Nummer. Und wie heißt du? Randy. 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 Dieselbe Nummer wie du. Okay. Ja? Was? Sehr cool. Gerade mit Mike und Shiba an der Tankstelle chillen. Warten, bis Mike sein Benzin bekommt. Ja, Mike. Shiba. Hat sich ja gelohnt, hier rauszufahren. Wer ist denn Shiba? Kommt jetzt, pass auf. Wie ich's dir gesagt habe. Krötentanke. Da stehen wir gerade und warten auf den Benzinkanister. Ja, der Mike, der lila Mike. Besoffen, Alter? Ja, wie viel Mike kennst du denn? Ja, mit dem war ich vorhin unterwegs. Ja, ich rede vom geilen Mike. Ja, sowas will ich hören. Oh boy. Nee, hat er mir nicht vorgesagt. Violett soll den Mund halten. Kann nur Violett sein. Hä? Angesprochen wegen? Achso, ja. Mike, hast du deine ganzen Kontakte schon angerufen? Für was? Ja, weil du hier stehst mit 2 Liter. Ich hab schon ein paar angerufen, ja. Ja, ein paar, ne? Oh, ein paar angerufen. Ja. Ich hab dich angerufen, W und Violet. Aber Violet wusste nicht, dass sie wieder mit Gelb unterwegs ist, also... Was ist das denn? Ja, das ist... Ey, wenn das Violet ist, haust du in der Fresse. Sicher fucking ernst, oder? Ja, ging schnell. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ist ein schöner Pounder, den du da hast. Ja, ne? Ja, also... Ich glaube, es ist eben mit dem Pounder unterwegs. Ja, klar. Ist kein Scherz. Ist wirklich kein Scherz. Ich hab's also. Wir haben eben Krücken gemacht. Ich bin gerade im Pacific rausgesetzt worden. Hier, Violet, Shiva, Violet. Wir sind alle nett. Noch. Was heißt das dann? Auch so lange. Ach du, was, Shiva. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Oh, ne, Violet ist nicht. Ich muss machen, bis Violet hier ist. Warum? Warum? Ich hab da Violet verarscht jetzt nur. Wie ich gesagt habe, hier wegen den Nachnamen und so weiter. Wegen Violets Nachnamen? Nein, wegen meinen Nachnamen. Und alle Violet will mich immer mit irgendwelchen Weibern hier verkuppeln und bla 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 und bla bla bla. Wegen dem Nachnamen? Ja, nein. Aber was war das letzte Mal? Was hab ich da erzählt? Da, dass ich irgendeine Olle Flughafen bedroht habe mit der Knarre, dass sie mich heiraten soll? Das wegen hat sie dir geglaubt. Ach, Mann. Sie hat mir das geglaubt. Sie hat Hollywood angerufen. Sie hat Adam angerufen, sie hat dich, glaube ich, angerufen, sie hat wirklich 4, 5, 6 Leute angerufen, nachgefragt, ob es wirklich stimmt. Richtig. Und auf jeden Fall hat sie 4, 5 Leute gefragt, das war einfach, ob ich das machen würde. Mhm. Ja, läuft. Oh, mein Plan geht langsam in Erfüllung, ne? Wegen Präsident? Oh ja. Was hast du denn vor jetzt? Ich hab wieder 5 neue Leute. Wow. Hast du eine eigene Gang, oder wie? Nein. Wir sind die Ballers. Die wie? Ballers sind. Ballers? Ja, genau. Ballers. 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 Baller, Baller. Geschrieben Ballers. Okay. Jetzt mal sehen müssen, was gestern bei uns abging, wenn die. Boah, vorgestern. Bist ja gestern kurz weg gewesen, ne? Vorgestern war einfach ekelhaft. Was war los? Ja. Sind die laut genug? Ich sagen, 27 Bratwa-Russen kamen an und... Ach, scheiße. 7 von denen weggelaufen. Die sind übel, die Russen. Findest du? Ja, also ich hatte da eine sehr, sehr komische Begegnung. Also wie gesagt, die kamen 27 Mal in der Hut. Eine große Fresse und mit 7 Mann rein weggelaufen, wenn du verstehst.
Okay, ja. Zumindest hatte ich halt eine Begegnung mit einem, die nicht so toll war. Drei waren das eigentlich. Einer hat mich irgendwie angebaggert und wollte mir einen Teddybären schenken. Und als ich gesagt habe, er soll seinen Teddy behalten und ich will den Scheiß nicht und gehen wollte, hat er seine Knarre gezogen und dann bin ich noch ganz schnell weggefahren. Alter Schwede, das ist ja witzig. Und seitdem mache ich einen großen Bogen um das Gebiet. Dann musst du eben Norden rein, ne? Bin ich im Norden hier oben? Wir sind nicht im Norden, nein. Nee, ich meine hier die Bratwa. Wir sind doch hier oben im Die Norden, ist oder irgendwo nicht? oben, ja. Da Wo musst du genau, keine weiß so. ich. Obwohl doch. Wo genau weiß ich auch nicht. Das muss, Wir sind oder? eigentlich direkt in der Nähe von dem Checkpoint da. Was Checkpoint? Höhe von der Schiffsgarage. Falls du die Häuser siehst. Weißt du, da wo ich Bock hätte? Auf dem Grünen. Da hätte ich Bock drauf. Oder vor 3 Tagen die Riesenschlägerei. Hast du die mitbekommen? Wendy? Mit Grove und Borders? Ja, boah. Haben sie sich wieder gekloppt, ey. Alter, hör mal auf. Ich habe 4 umgehauen. Auf einmal kommen 3 auf mich. Da kamen 5 von uns an. Und da kam irgendeine Olle an. Die hat irgendwas geschrien. Hat so eine bekommen. Und irgendwann lag ich da, keine Ahnung. Kennst ja die Miller Family, ne? Sagt ihr das was? Ja, die brauchen, oder? Ja, die gehen jetzt wahrscheinlich zu Grove da. Ach Alte Quatsch. Altsgruppe, ja. Ach Wollte Quatsch. Vargas halt. Ne? Warum das denn? War das schon immer Vargas gewesen? Mhm. Genau, wieder Bis Vargas, der ey. OG Scheiße gebaut hat. Das Schöne ist ja von dem Vargas, und war das Damio, meine Wenigkeit, noch 2 von uns. Da stand irgendwie 5 Vargas-Leute. Da sage ich so, Äste, was los? Und der fühlt sich voll angegriffen. Was? Ist Äste? ihm Esse. Okay. Ist so, der labert irgendwas zurück auf sein, keine Ahnung, Spanisch, keine Ahnung, was er da labert. Ich weiß überhaupt, was Esse bedeutet, scheiß Typ. Sagt er, wie scheiß Typ, lang. So, weißt du, was Esse bedeutet? Und was bedeutet denn Esse? So, warum machst du mich dann doof an? Weißt du, mein Junge stand hinter mir so. Und dann sagt David so auf einmal, Esse, Junge. Sagt er, was ist Esse? Ist das so, wenn wir Neger Neger sagen zu uns? Das bedeutet Bruder. Ach so, okay, dann ist gut. Ich so, komm, verpiss dich, Alter. Ich glaube, ich Mexikaner und können ihre Sprache nicht. Markus, was machst du? Sag mal, wie lange brauchen die, um so einen Kanister voll zu machen und zu bringen? Ich zapf dir gleich was von meinem Auto ab. Damit du kannst. Das Ende. Ja, wenn es die Möglichkeit gibt. So, jetzt muss mir deine Nummer auch mal geben. Jetzt habe ich Schnauze voll. Wieso? Ist jetzt die zweite Frau auf dieser Scheißinsel, die ich nach der Nummer frage. Warum? Ich bin nicht so ein Nigger, der irgendwelche Weiber nach der Nummer fragt. Ja, Da aber kannst du warum, Wendy warum musst du fragen. jetzt doch? Weil du korrekt bist. Ja, danke. Du auch. Also gebe ich sie dir auch. Wie war das nochmal Shiva, ne? Shiva ist Shiva, Es. ja. Also, 81001. 81001. 80001. Ja. Läuft. Läuft. Ja, warte, ich speichere deine auch ein, sonst habe ich keine Ahnung, wer da anruft. Marv. Wie war das? Genau, Marv. Genau, Marv. M-A-V. Siehst du, ich habe es aber mit Meth gemerkt. Hast gerade von dir mitbekommen. 75, was war das? Guck mal in der Rettung. 75, 717. Ah, da ist er ja. Ja, Nigga, komm her. Solange sie es nicht geklaut haben. Wo bist du denn gerade? Nein. Biodead fährt jetzt zur nächsten Tanker und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich was da hinten drin ist, stehen lasse. Eine Leiche oder was? Oh, viele, viele Leichen, ja. Viele Leichen, okay. Wir können Hast einen später großen reden. Kofferraum. Also, Die rumgucken. Häuter sind da drin, ja. Was heute? Eine Frische. Okay, alles klar, mach das. Bis später dann. Njam, njam. So. Mal kurz alle aus dem Weg, Mike. Jo, ich bin voll. Du musst tanken. Wie, du bist so voll? Telefonierst du noch? Nee. Was war deine Frage? Meine Frage war, ob du mir vielleicht noch ein bisschen was erzählen willst über das Ganze. Das hört sich sehr interessant an. Was ich mache? Mhm. Also wir machen auf jeden Fall eine Untergruppierung für Midnight. Wir Mhm. tun für die arbeiten, tun mit denen abhängen, wenn wir Hilfe brauchen.
Mhm. Ist das unser Ansprechpartner? Und ja. Ja, hört sich total gut an. Also ich würde voll gern bei euch mitmachen. Du, das war mein nächster Gedanke, weil in Midnight selbst rein kommst du wahrscheinlich nicht mit 3 Jahren. Das kann ich ja zugeben, dass da 20 Liter drin waren. Ja, wäre halt voll geil. Ja, aber du die Jungs mal vor, wir fahren dann gleich hoch, wenn du Zeit hast. Ja, cool. Du kannst dein Dingsbus mal ausrichten. Das gut immer. Ja, aber ich habe jemanden, den ich euch vorstellen möchte. Ob ihr da oben noch seid oder irgendwo unterwegs seid. Ja. Jetzt sagt Wendy, es ist eine Frau, die Interesse hat. Also jetzt sagt Bixen sofort, na klar, hab ich Zeit. Pass auf. Mm-mm. Doch, doch. Naja, ich will keinen Tittenbonus. Wenn sie keine Zeit haben, dann soll es nicht erwähnen, dass ich weiblich bin. Will ich nicht. Das hat er schon. Ach, toll. Jetzt noch bei denen hier, Violet? Was dann? Die Alte noch bei denen jetzt, bei Randy mm-mm. und so? Die war leider, ja. Gestern hat sich leider gestern im Hotel versteckt, als wir sie hinrichten wollten. Was? Mhm. Wenn man halt nicht aus dem Hotel rauskommt, ne? Macht man halt nichts. Okay. Okay. Dann, ja. Viel Spaß. Ja. Das Oberteil, was Shiba hat, habe ich als Pulli. Cool. Ohne Witz. Gestern den ganzen Tag angehabt. Ach, das ist ja lustig. Ja, das hat mir gleich voll gut gefallen. Wir haben ja keine gescheiten Sachen in den Geschäften. Was? Ich habe jetzt 2 Frauen auf einmal gehört. Was? Dein SMS-Verlauf löschen. Hab ich. Warum? Mein Handy hängt. Hm. Wolltest du nicht einen Witz machen, Marv, wenn die Violet wieder da ist mit deinem Nachnamen? Ach ja, hier, genau. Wie heißt du mit Nachnamen, Shiva? Aisu. Was? Ich komme aus Japan. Ja, das ist doch genauso schlimm wie mein Nachname. Wieso? Ja. Egal. Jetzt sag schon, ich hab meinen auch gesagt. Als Arashi. Wie? Arashi. Jo, Dimi, ich bin gleich nochmal irgendwo. Genau. Ja? Arashi? Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen muss. Ja, das liegt daran, Papa schwarz, Mama auch schwarz, aber Mama hat dann heiratet irgendwie Schlitzi und jetzt habe ich Arashi. Ah, jetzt hast du Arashi. Nicht Arashi, Arashi. Ja, tschüss. Du kriegst gleich von mir Arashi. Hey, du hast damit angefangen. Dann färbe ich dir das Ding in Gelb. Okay, ja, ist auch schön. Hey. Oh, bitte. Nicht gelb. Was denn? Doch, Gelb ist sehr schön. Gelb ist eine gute Farbe. Ja, sonnig. Ja. Ne? Sonnig und schön. Ja, besser als lila. Hallo, oh, Violet, ich kann mich doch vor 3 Wochen erinnern. Hör auf jetzt. Das ist was anderes mit dem. Ja, das ist was anderes auf einmal. Wendy, wie schaut's aus? Mike, was tust du schön? Ja, wir tun dann gleich hochfahren. Ja, voll geil. Hast du erwähnt, dass sie weiblich ist? Schauen wir mal, dass der noch sein Auto irgendwie voll bekommt hier. Der Arschi. Alles kaputt. Was ist das für ein Scheiß? Randy ist auch nicht da. Randy ist auch nicht da. Warte. Marv. Nachdem die alle nicht da sind, schauen wir jetzt einfach ganz kurz. Er hat mir doch beschrieben, wo die immer rumhängen vom Midnight Club. Ich hab's mir zwar markiert, aber die Markierung ist weg. Keiner da. Aber irgendwann müssen die doch mal ihre Autos abholen, oder? Müsste man meinen, dass die vielleicht irgendwo mal ihre Autos haben wollen. Vielleicht wollen sie auch nicht haben. Die packen wir doch mal hier. Ja, passt schon. Oh. So. Scheiße. Da steht Connection closed. Ja, ist down. Okay.